Einen wunderschönen guten Abend, willkommen zurück. Beholder 3 und wir bauen unsere erste Reform zusammen. Dafür gehen wir durch. Paragraph 1 geht um die maximale Hördauer. Habe ich natürlich Notizen gemacht und zwar ist es Punk 35 Minuten. Also die ersten zwei kommen noch in Frage. Rock 75 und damit ist es dieses hier. Zum Wohle der Volksgesundheit wird die maximale erlaubte Hördauer pro Tag auf 35 Minuten bei Punk, 1 Stunde 15 Minuten bei Rock und 3 Stunden 53 Minuten bei Pop beschränkt. Klingt gut. Gut, weiter zu Paragraph 2 betreffend der maximalen Lautstärke. Da haben wir Punk 65 Dezibel, was eins der beiden unteren sein könnte. Rock zeitgleich 45 Dezibel, 75 bei Pop. Um offizielle Durchsagen unseres großen Anführers nicht zu beeinträchtigen, darf Pop nur bis zu 75 Dezibel, Rock bis zu 45 Dezibel und Punk bis zu 65 Dezibel laut abgespielt werden. Nur keinen Fehler machen, nur ja, keinen Fehler machen. Paragraph 3, das war doch das Musiktempo. Okay, Musiktempo. Da haben wir Punk mit 107 Beats pro Minute, Rock 124 und Pop 132. Jawohl. Um die Herzfrequenz der Bevölkerung in einem arbeitsfördernden Bereich zu halten, gilt ein maximales Musiktempo von 132 Taktschlägen pro Minute bei Pop, 124 bei Rock und 107 bei Punk. Konzentrier dich, Frank, konzentrier dich. Was darf in Liedtexten nicht thematisiert werden? Liedtexte. Ich kann natürlich mal gucken. Da habe ich jetzt ein bisschen sehr gekritzelt. Subversiv, aufwiegerische revolutionäre Inhalte, genau. In seiner großen Umsicht erlaubt der große Anführer über alles zu singen, außer über subversive, aufwieglerische und revolutionäre Inhalte. Jetzt wird es ganz schwierig, weil da habe ich mich richtig gekritzelt, weil nicht mehr viel Platz auf dem Papier war, das ich hatte. Ich hätte ein neues Papier nehmen sollen. Aber gut. Und nun noch Paragraph 5. Oh je, worum ging es da schon wieder? Achso. Beschriftung und Gestaltung. Es war die Musikverpackungen. Paragraph 5 regelt die Benennung sowie die Gestaltung von Musikverpackungen im Sinne der Ästhetik- und Grammatikrichtlinien der größten Union. So, ich glaube, das war alles. Auf zu Frau Grundig damit. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Und ich hoffe, dass sie noch da ist und jetzt nicht geht. Oh, das Spiel hat wieder ein paar Probleme. Warum, weiß ich nicht. 4, ja. Ah, sie ist noch da. Schnell anklopfen, bevor sie geht. Gucken wir mal. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Guten Tag, Herr Schwarz, kommen Sie rein. Frau Grundig, hier ist jetzt der Entwurf für die Musikreform. Ah, vielen Dank, Schwarz. Dann geben Sie mal her. Bitteschön. Ja, das sieht gut aus. Das auch. Und das hier. Sieht auch gut aus. Ich bin zufrieden. Das haben Sie gut gemacht, Schwarz. Ich bin sicher, dass einer Umsetzung der Musikreform durch den großen Anführer nichts mehr im Wege steht. Ich werde Herrn Huberts eine Empfehlung für Sie aussprechen. Jemanden wie Sie können wir in unserer Sache gut gebrauchen. Machen Sie weiter so, dann werden Sie womöglich schon bald mein Büronachbar. Aber vergessen Sie nicht, Ihr Ansehen muss dafür auch ausreichen. Sehr gut. Lief doch. Neue Verordnung. Das Hören moderner Musik ist unter unserem großen Land einfaches Diktat. Aufgabe abgeschlossen. Neue Rechnung. 640 fürs Wasser. Warum auch nicht. Ich will ganz kurz das neue Gesetz durchgehen. Das... Darf ich bitte? Das Hören moderner Musik ist in unserem großartigen Land erlaubt und erwünscht. Beachten Sie hierbei die verbindlichen Nutzungsbestimmungen in den kleingedruckten Vorschriften. Außerdem ist ein regelmäßiges psychologisches Gutachten vorzulegen. Naja, Rechnung von 640, die zahle ich gleich, weil die 10.000 kriege ich nicht zusammen. Das habe ich schon mehrfach gesagt. 50.000 Ansehen. Holla die Waldfee.
50.000 Ansehen, da fehlen mir 11.500 Feme noch. Da müssen wir mal schauen, wie wir die zusammenkriegen. Wird es sicherlich noch verschiedene Aufgaben geben, die alle erledigt werden möchten. Ich sehe, dass hier Werbung ist. Für den Laufmann. Ich dachte, der wäre verboten. Ist der Walkman nicht verboten gewesen? Tragbare Programme schleudern, wie der sogenannte Laufmann, sind verboten. Warum ist hier Werbung für einen Laufmann? Ha. Huh. Okay. Warum auch nicht? Die werden schon wissen, was am besten ist für sie. Guck mal, vielleicht finden wir hier wieder ein paar Kakerlaken. Dann kann ich die auch abgeben. Nee. Nein. Nein. Das will ich schon alles behalten. Ich weiß nicht, warum auf einmal hier so extremere Lags sind als sonst. Ich meine, nach dem Fahren war das häufiger der Fall. Wie lange dauert es noch? Gut, dann warten wir noch einen Moment, weil er sowieso gerade Müll abgibt. Ich nehme an, ich werde die Wohnung hier oben vermieten. Du brauchst so lange. Vermiete ich die Wohnung zuerst. Wobei, das kann ich auch von unterwegs machen. Da brauche ich gar nicht an meinem Schreibtisch sitzen. Entweder haben wir Peter Pranger, Mann Anfang 30, alleinstehend, Postbote, abenteuerlustig. Oder Albert Bülow, Mann Anfang 30, alleinstehend, Handelsreisender, Interesse an neuen Bekanntschaften. Ja. Den Postboten hier. Da wäre doch kommen, warum nicht? Bist du fertig? Ja, du bist zwar fertig, aber der hat trotzdem noch nichts zu sagen. Da kommt doch schon der Herr Pranger. Werden wir gleich mal abfangen. Guten Tag. Guter Mann, haben Sie die Beine der Dame eben gesehen? Ich, was? Die Beine, schlank wie die einer Gazelle. Ich bin sicher, sie ist einer kleinen Spritztour nicht abgeneigt, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich muss doch sehr bitten, wie reden Sie denn über Frauen? Wir sind ein anständiges Haus. Mein Name ist Schwarz, ich bin der Hausverwalter. Und wer sind Sie? Peter Pranger, mein Name. Ich bin gerade in die Nummer 3 eingezogen. Sagen Sie, wenn Sie der Hausmeister sind, dann kennen Sie die Leute doch gut, oder? Hausverwalter. Das ist ein Unterschied. Ein Hausmeister... Ach, egal. Ich kenne die Leute im Haus, ja. Und wem ich noch nicht begegnet bin, den spreche ich noch an. Warum? Dann können Sie mir doch sicher sagen, ob es hier junge und ledige, aufgeschlossene Damen gibt. Herr Pranger, ich muss doch sehr bitten. Dies ist ein anständiges Haus. Kein, für was auch immer Sie das hier halten. Auf Wiedersehen. Mann, Nomeda. Was für eine Type. Also, so wie das hier anfängt, nehme ich an, wir werden ihn relativ zeitnah aufgrund von Prostitution loswerden. Dass er sich eine Prostituierte herruft. Würde ich jetzt einmal davon ausgehen. Wir gucken mal hier genauer in die 3, was er so macht. Ich habe die gesamte obere Etage noch nicht, die gesamte erste Wohnung. Und mir fehlen im Prinzip 3, 6, 8, Kameras hier. 8 Kameras fehlen mir. Naja. Finde einen neuen Mieter. Wie soll ich denn bitte einen neuen Mieter finden? Ich habe keine Wohnung mehr. Ja, hallo. Immer Chroniker am Apparat. Es gibt da etwas, was Sie tun müssen. Oh, was denn? Wir erwarten einen Ausländer aus der Föderation der Staaten und möchten, dass er bei Ihnen wohnt. Ein Ausländer aus der Föderation, bei uns im Haus? Ja, sehen Sie sich als eine Art Hotel. Aber ich dachte immer, ist die Föderation nicht mehr der Feind? Gehen Sie mit der Zeit, Frank, sonst gehen die Zeiten ohne Sie. Oh. Sollten Sie keine freie Wohnung haben, sorgen Sie dafür, dass eine frei wird. Ich habe gerade eben erst die Wohnung vermietet.
Verstehe. Ist diese Person so wichtig? Was eine dumme Frage. Würden Sie sonst anrufen und Sie bitten, ihn in Ihr Haus zu lassen? Der Mann heißt Lukas Schmolke. An die Arbeit? Er erwartet wahrscheinlich schon. Lukas Schmolke. Und Schwarz, begrüßen Sie ihn nett und freundlich. Steven und ich zählen auf Sie. Tschüss. Okay. Ja. Wem werden wir los? Sie, die hier loswerden, wäre einfach wegen dem Plakat. Aber ich glaube, der ist auch so teilweise wieder unter Schutz. Das ging ja schon einmal schief. Der wird hier unter Schutz stehen von dem Hubertus oder wie er heißt, Hubert. Also bliebe nur sie. Ich weiß aber nicht, ob ich über sie was habe aktuell. Nur den Verdacht der Prostitution, aber keinen Beweis dafür, wenn ich mich nicht irre. Ah doch, wir haben Beweis, die Pop-Schallplatte. Ja, dann werden wir sie los. Der Vorteil ist halt, hier ist schon Kamerasystem integriert. Also werden wir halt sie los. Ich meine, die Schallplatte werden sie nicht mehr finden. Ah nee, es ist ja auch jetzt nicht mehr verboten. Es ist ja im Prinzip nicht mehr verboten, dass die Schallplatte Pop hört. Weil ja jetzt eine neue Verordnung ist. Ha, es klappt nicht mehr. Das hätte ich früher machen sollen. Okay, dann müssen wir gucken, ob wir bei ihm direkt was finden oder nicht. Ich kann nicht weit genug reinschauen. Er trinkt gemütlich seinen Kaffee. Naja, kommen wir bei ihr nochmal rein. Kondome sind nicht verboten. Was will sie denn von mir? Was wollen Sie denn? Herr Schwarz, Sie müssen mir helfen. Man ist so kurz davor, uns zu finden. Ich flehe Sie an. Frau Weckert, was ist denn los? Sie sind ja ganz aufgelöst. Sie können das nicht wissen, aber mein Sohn ist gestorben. Ist ja furchtbar. Wie ist das denn passiert? Er hat eine Lungenentzündung und niemand konnte ihm helfen. Ich kann nicht auch noch meine Tochter verlieren. Ich muss etwas tun. Aber ich bringe Sie in eine unmögliche Situation. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen und machen Sie sich um mich keine Sorgen, Frau Weckert. Doch, ich kann Sie nicht einfach nicht darum bitten. Ich muss gehen. Es war eine dumme Idee, es tut mir leid. Die Dissidenten, finde heraus, was Elisabeth Weckert bedrückt. Dann gucken wir mal da rein. Telefoniert mit Passfälscher. Ja. Ich habe gesagt, ich arbeite für den Staat. Nicht wahr? So dreckig die Aufgabe auch ist. Es tut mir leid. Ich helfe eigentlich ihm schon zu sehr. Aber ich glaube, das mache ich auch eher, weil es mir halt selber hilft. Die Frage ist nur, unter welches Gesetz würde das fallen? Weil ich kann ja nicht nachweisen. Also könnte schon, aber ich wüsste nicht mit was. Ah, das ist das hier. 6011. Ja, tut mir leid, aber wir spielen böse. Wir spielen böse, das haben wir gesagt. Hallo, Frank Schwarz hier. Schwarz, hier ist Müller. Ich gratuliere. Eine gefährliche Dissidentenfamilie weniger. Vielleicht ist es auf Sie doch Verlass. Machen Sie weiter so. Die Dissidenten. Aufgabe gescheitert. Ach so, weil ich denen nicht geholfen habe. Ja, sorry. Aber, es ist halt so. Ich habe wieder nicht dran gedacht, vorher auszuräumen. Weil jetzt kann ich ja nicht mehr rein. Jetzt kann ich ja nicht mehr reingehen, verdammt. Außerdem ist das
eine der Wohnungen, wo ich keine Kameras drin habe, oder? Ja. Sehr dummer Move gewesen. Egal, ich habe gesagt, ich werde für den Start spielen. Und ich glaube, dass wir uns da eben, wie gesagt, mit dem Henker befassen. Hat mich ja auch intern nach oben geführt in der Hierarchie. Aber jetzt können wir auf jeden Fall hier erstmal die Wohnung renovieren lassen. Und dann können wir sie eben an den Schmolke vermieten. Ruft sie jetzt gleich an. Das brachte aber gut Credits. Es fehlen noch knapp 6.500. Achso, ich könnte mir natürlich jetzt... Ich muss erst hoch, um dann wieder runtergehen zu können. Ich könnte mir hier mal schnell Kameras organisieren. Wie teuer ist das bei dir? Bei dir kriege ich keine Kameras. Ja, Notoperation, tut mir leid. Kann ich nicht regeln. Das ist der Schmolke. Ich gehe mir erstmal ganz kurz in der Arbeitsstelle ein paar Kameras holen. Ich kann jetzt nicht ans Telefon, ich bin gerade unterwegs. Sorry. Ich gehe jetzt hier ans Telefon. Halt, anhalten. Ach, hallo, Herr Krause, warum der strenge Ton? Herr Schwarz, da haben Sie sich aber ganz schön was eingebrockt. Ich bin erfreut. Ich habe doch gar nichts getan. Sie stecken schwer in der Patsche. Spielen Sie mit mir einen Streich? Was soll das? Das verbotene Gerät, das Sie in Ihrem Büro hatten. Was für ein verbotenes Gerät, davon weiß ich nichts. Ja, sicher, schon klar, Herr Schwarz. Ich weiß schon, Sie finden den Laufmann toll. Sie verstehen nicht, warum er verboten sein soll. Ihre Tochter will gerne einen haben. Das ist genau der Grund, warum die Schwarzmarktpreise gerade durch die Decke gehen. Was für ein Laufmann? Woher kennen Sie die Schwarzmarktpreise dafür? Das tut hier gar nichts zur Sache. Ich verstehe immer noch nicht, was hat das denn mit mir zu tun? Sie stellen sich ja noch dümmer als sonst. Sie wissen wirklich nichts davon, oder? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Sagen Sie ja nicht, was los ist. Der Laufmann ist ein kleines, tragbares Gerät, das Kassetten abspielen kann. Damit kann man überall Musik hören, sogar in der Metro. Eine technische Sensation, aber so verboten wie ihr Krawattengeschmack. Verstehe, aber ich habe keinen Laufmann. Ich höre noch nicht einmal Musik. Und selbst wenn ich so ein Ding hätte, wäre ich doch nicht so dumm, es in meinem Büro aufzubewahren. Das sagen Sie. Sage ich doch. Das Dumme ist nur, der Sicherheitsdienst hat einen Hinweis bekommen, der daraufhin ihr Büro durchsucht. Und dabei hat man den besagten Laufmann gefunden. Und jetzt haben sie Ärger. Und mein Tag ist damit gerade ein wenig sonniger geworden. Was, das ist doch absurd. Jemand muss das Ding in meinem Büro platziert haben. Das will mir jemand anhängen. Schon wieder? Was mache ich denn jetzt, wenn das meine Frau hört? Tja, ihr Pech, Schwarz, dann kann ich nicht mal die Grundig helfen. Die haben mir seit der Musikreform ordentlich um den Finger gewickelt. Die Grundig? Das wäre eine Möglichkeit. Danke für den Rat. So war das dann wirklich nicht gemeint. Sie sind geliefert, Schwarz. Aber wer macht denn sowas? Wer will mich denn so reinreiten? Jeder, der Ihnen bislang begegnet ist? Mir gehen Sie ja nur gehörig auf den Sack. Aber Sie kommen hier an und sind in so kurzer Zeit schon zweimal befördert worden. Und jedes Mal ist jemand rausgeflogen, um Ihnen Platz zu machen. Die Kollegen machen sich Sorgen, ob Sie die Nächsten sind. Und ist dem jetzt zuvorgekommen. Und jetzt sind Sie eben geliefert. Wir werden sehen, Herr Krause. Das werden wir, Herr Schwarz. Ja. Die Rechnung für Ihr Vergehen stelle ich Ihnen natürlich ohne jegliche persönliche Gefühle zu. Und zugestellt. Was für ein wunderbarer Tag. Finden Sie nicht auch? Sprich mit einmal 30.000. Okay. Das hat gerade eine sehr, sehr extreme Wendung genommen hier. Beweise deine Unschuld. Wie soll ich das machen? Frau Schwarz, Müller hier. Da ist so ein neuer Mann in ihrem Wohnblock eingezogen. Ja, dieser Herr Schmolke, Schmolle oder sowas in der Art. Wie auch immer er heißt, ich traue ihm nicht. Wieso das denn? Ich kann das nicht definieren, aber interessante Gerüchte kursieren über ihn und ich traue dem Braten nicht. Dem Braten? Sind Sie schwer vom Begriff? Dieser Mann ist der Braten, Schwarz. Oh, irgendwas ist falsch mit ihm. Machen Sie sich doch mal die Mühe und lernen Sie diesen Mann besser kennen. Das ist als Hausverwalter und Informant des Ministeriums schließlich Ihre Aufgabe. In Ordnung, ich rede mal mit ihm. Sehr gut. Bitte erstellen Sie dann ein Profil über ihn, wenn Sie genügend Informationen zusammengetragen haben. Profil, alles klar.
Danke, Schwarz. Sie sind manchmal ganz nützlich als degradierter Hausverwalter, muss ich schon sagen. Danke. Dann wissen Sie, was Sie zu tun haben. Jawohl. Jawohl, ich lerne den neuen Bewohner kennen und sammle Informationen über ihn. Gut. Nun gut, ich zähle auf Sie und darauf, dass Sie meinen Verdacht bestätigt. Verdacht? Welchen Verdacht haben Sie denn? Nur, dass dieser Anwohner nicht von hier ist. Und dass dies mehr als eine Geschäftsreise ist. Nun gehen Sie endlich an die Arbeit. Ja, das mache ich ja noch alles. Aber die Grundige ist nicht da, oder? Sie geht gerade. Und die sagt mir jetzt, ja, kommen Sie später wieder. Ja, dachte ich mir. Ärgerlich. Aber wie es weitergeht, wer denn der Kollege ist, der mich hier reinreitet und ob ich da wieder rauskomme, das seht ihr alles erst beim nächsten Mal. Bis dahin wie immer noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.